Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Robox von Matrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Raw von Matrix, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine unübliche Box, denn es ist kein Album, zu dem es diese Box gibt, sondern es ist tatsächlich nur eine EP, die Raw EP. Die Box fällt auch etwas kleiner aus, also rein so von den Maßen her etwas kleiner und auch etwas flacher. Wir haben hier eine dunkelblaue Box mit Raw Schriftzug in Weiß, darunter der Interpret Matrix. Und man sieht hier so eine, in meinen Augen, Gesteins- oder eventuell Eisoberfläche, die hier entsprechend eingefärbt wurde in so einem Schwarzblau. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus, diese Oberfläche. Auf der Unterseite zieht sich das farblich hier so in Schwarzblau durch. Und auf der Rückseite haben wir hier auch wieder diese Farbe und hier unten haben wir dann auch die Infos, die Social Media Auftritte, die Internetseite von Matrix sowie hier unten die Beteiligten. So, auf der Seite haben wir, wie wir hier sehen können, auch ein Siegel. Hier lesen wir auch wieder den Albumtitel plus den Interpreten. Dann machen wir das Ganze mal auf, denn das Siegel habe ich schon bereits gebrochen, also hier aufgeschnitten. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal Raw, dann haben wir eine weitere CD drin, weil sie uns lieben, remastered, einen Sticker, eine Karte, eine Fahne, das ist dann wohl ein Poster und dann haben wir hier Book of Raw, nicht das Book of Raw, sondern das Book of Raw, so ein ja, mehr oder weniger Heftchen von innen. In schwarz das Ganze. So, dann packen wir die Box mal zur Seite und holen noch die Fahne hier aus der Folie raus. Einmal, was lesen wir hier? Fanfahne Raw, 90x60 cm, Menge 1 Stück. Jawohl. Und dann starten wir wie immer mit dem Album, wie gesagt, mit der EP in diesem Fall. An sich. Auch hier lesen wir wieder Raw Matrix. Es ist im Prinzip die Optik, die wir schon von der Box kennen, nur eben quadratisch. Auf der Seite lesen wir auch wieder Interpret plus EP-Titel. Und auf der Rückseite haben wir 5 Tracks. Also 5 Tracks sind hier auf dieser EP drauf. Und wir haben hier auch 2 Features. Eines von Richter und eines von Raf Camora. Hier dann auch wieder die Beteiligten. Barcode gibt es hier keinen. Warum? Diese Box, ich glaube auch auf der Box hatten wir keinen Barcode, denn genau, diese Box gab es regulär nicht zu kaufen, also nicht irgendwo im Saturn, Mediamarkt, wo auch immer, auch nicht über Amazon, die gab es wirklich nur rein über Matrix, über seinen eigenen Shop zu kaufen. Und die CD ist auch nur in der Box erhältlich gewesen, deswegen auch hier kein Barcode. So, hier lesen wir einmal Danke, dann haben wir die CD in der Optik, die wir schon vom Cover kennen und die CD, das gefällt mir gut, wurde in schwarz eingefärbt. Die Rückseite hier ist ebenfalls in schwarz. So, damit nicht genug, zusätzlich zu der EP und den 5 Tracks haben wir hier auch noch das Album Weil sie uns lieben in der Remastered Variante. Das ist das oder eines der ersten Matrix-Alben gewesen aus dem Jahr 2010, gemeinsam mit Richter, wie wir auch hier an diesem wunderbaren Cover sehen können. Die eine Brust hier mit Matrix, die andere mit Richter beschriftet oder unterschrieben. Dann haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis, harte Texte. Und es ist eben nicht genau das, was es 2010 gab, sondern aus 2010 hat man das Ganze nochmal remastered und hier dann erstmals physisch auf CD gepackt. Denn 2010 gab es das Ganze immer nur digital. So, hier lesen wir zweimal den Albumtitel, das ist auch spannend, also hier einmal und hier einmal. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, wir haben hier 12 Tracks
Und wir haben hier zwei Features, eines von Joe Rilla und eines von Luki. So, Matrix 2016 lesen wir hier. Ist vom Case her genau wie die Raw EP. Leider muss ich sagen, ist weder bei der Raw EP noch bei dem Album hier ein Booklet mit dabei. Nicht mal Einleger oder irgendwas. Es ist tatsächlich nur die Album-CD hier mit drin. Aber auch diese hier schön in schwarz eingefärbt. Gut, das war die Bonus-CD, das Bonus-Album. Dann haben wir dieses Kärtchen hier in so einer Hochglanzoptik. Wieder das Albumformat, also das Albumformat sage ich schon, das Albumcover. Hier mit so einem silbernen Schriftzug, in diesem Fall nicht in weiß. Und auf der Rückseite nochmal in schwarz und weiß Raw Matrix. Das gleiche haben wir dann auch nochmal als Sticker, hier in schwarz und weiß im Hochformat. So sieht das aus. Also Sticker in Postkartengröße A6. Dann kommen wir zu der Fahne. Wir haben hier schon auf dem Sticker gelesen, eine Fahne 90x60 war das. Und diese Fahne ist, wie zu erwarten, auch wieder in der klassischen Optik. Bedeutet, wir haben hier den Schriftzug, darunter den Matrix-Schriftzug und die Fahne ist dann wieder in schwarz und blau gehalten. Wir haben hier allerdings an den Ecken keinerlei Sachen vernäht, also weder hier so einen Einlass für eine Stange oder für irgendwas zum Halten. Und wir haben auch hier keine Metallösen oder Löcher, um Seile da irgendwie durchzuführen. Also es ist wirklich dann, ja, eventuell an die Wand zu nageln oder zu pinnen. Aber ansonsten wird das eher schwer mit aufhängen. Und wir haben auch hier keinen Zettel, der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, wo das Ganze produziert wird, wurde oder aus welchem Material. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben hier 100% Polyester. So, zusätzlich ist dann auch noch ein Poster dabei. Und auch wenn ich schon oft gesagt habe, natürlich haben wir auch hier wieder das bekannte Artwork. Also hier ganz klassisch der EP-Titel, der Interpret und dann wieder diese schwarz-blauen Steine. Felsen. Also für mich sieht es auf, ja, ist echt schwer zu sagen. Es könnte auch Eis sein, aber für mich sieht es echt aus wie so Felsen, Steinbrocken, die man hier sieht. Und das Ganze ist auf der Rückseite ebenfalls bedruckt. Hier wieder mit weißem Schriftzug auf schwarzem Untergrund. Jawohl. Also doppelseitiges Poster, beidseitig bedruckt. Im Hochformat jeweils. Klappt mir wieder zusammen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Wir haben hier das Book of Raw. Jawohl, es ist, ja, der Name Book, muss ich ehrlich sagen, ist etwas irreführend, denn es ist tatsächlich ein dünnes Heftchen. Und zwar haben wir dann hier die gesamten Lyrics. Hier haben wir dann noch einmal die Album Credits. Also alle Leute, die auf Album, die EP-Credits natürlich. Alle Leute, die auf Raw mitgewirkt haben, werden hier angeführt. Und dann haben wir hier die Lyrics zur ersten Nummer zur Raw. Start ohne Skyline. Geht sogar über zwei Seiten hier. Everest. Und dann hat man hier wirklich jeden Track Wort für Wort abgedruckt. Burj Khalifa gemeinsam mit Richter und natürlich der letzte Track Villa mit Raf Camora. Gut, und auch hier haben wir wieder ein Danke stehen, etwas kleiner, aber man kann es auf jeden Fall sehen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Book of Raw, in meinen Augen, ja, mehr ein Heft, ein Text, ein Lyric-Heft. Dann haben wir das Poster, beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Die Fahne im Querformat 90x60 cm groß. Den Sticker, Postkartengröße A6. Ebenso diese Glitzerkarte hier. Dann haben wir die Bonus-CD, das Bonus-Album, weil sie uns lieben, remastered aus dem Jahr 2010. Mit, wie viel waren da drauf? 12? Ja, genau, 12 Tracks. Und natürlich die EP an sich, Raw, mit insgesamt 5 Tracks.
Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Raw von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.